Grüß Gott in Österreich. Im Pustertal sind wir heute unterwegs. Von der Lienzer Klause in der Gemeinde Leisach in Osttirol bis zum Praxer Wildsee in Südtirol. Warum zwei Tirol? Weil das Pustertal auch von zwei Flüssen durchflossen wird. Und weil das Pustertal genauso zu Osttirol gehört, wird zu Südtirol. Die beiden Flüsse sind die Drau auf der Osttiroler Seite und die Rienz auf der Südtiroler Seite. Es ist eine interessante Gegend. Man müsste eigentlich sagen, das Pustertal ist eine Talschaft. Und die Lienzer Klause ist eine Festung, die schon vor langer, langer Zeit errichtet worden ist. Sie hat den Bischöfen von Brixen gehört, den Grafen von Görz. Der Kaiser Maximilian hat es ausgebaut. Für kriegerische Ereignisse hat es nur im Jahr 1809 herhalten müssen. In der übrigen Zeit war es in der Hauptsache, wie es halt so in Österreich üblich ist, für Mauteinnahmen zuständig und für Zollabgaben. Also das haben wir alle schon verstanden, die Reisenden, die da durch müssen haben, es hat ja keinen anderen Weg gegeben, zum Zollen zu bringen. Und das ist ja alle eine Tugend, die man auf unkriegerische Art und Weise auch ausüben kann. Für uns ist da auf der Osttiroler Seite bei der Lienzer Klause am Baumberg die Osttiroler Geigenmusik angetreten für einen musikalischen Empfang des klingenden Österreichs. Wenn die Österreicher Festungen bauen, dann hat es immer etwas Unkriegerisches. Ganz eigenartig. Es überwiegt die Schönheit des Mauerwerks, der Architektur. Vielleicht macht es auch der Umstand, dass es Ruinen sind. Also man weiß, da geht keine Gefahr mehr davon aus. Aber ein schöner Anblick ist auf jeden Fall. Österreich und Tirol. Und da hat man das Beispiel, wie aus einer wehrhaften Anlage eine nahrhafte Anlage wird. Der Bauernhof erobert schön langsam im Lauf der Zeit die Festung. Es
die Lienzer Dolomiten. Früher hat man auch die Unholden gesagt dazu. Wildeberg. Und das ist einer von den ganz markanten Gipfeln, der Spitzkofel. Hinten kann man die Gletscherwelt der hohen Tauern erahnen und vorn diese Schichtungen der Lienzer Dolomiten im Spitzkofel. Und unten das Bustertal. Der Wildpark Assling. Ah, da kommt's manchmal für. Ja, ist ein schöner Anblick. Aber die Fliegen sind schon lästig. Da kann sie nicht einmal Erde werden, gell? Da haben sie die Blumen wieder schöner. St. Justina. In einsamer Höhenlage. Und da unten ist eine besondere Kirche. Tal Assling heißt die Bahnstation. Dass St. Corbinian in Assling eine Wallfahrtskirche ist, das sieht man auf den ersten Blick, wenn man da reinkommt. Es ist wie geschaffen für Menschen, die aus allen Gegenden daherkommen, um Wunder zu erbitten oder zu beten einfach. Wie die Fresken da, die den Menschen, die nicht lesen haben können, geholfen haben, dass sie die Heilsgeschichte begreifen, oder die Altäre, die schönste Tiroler Kunst. Also das zieht allweil wieder die Leute her bis zum heutigen Tag. Und wenn ich sage, die Leute zieht es her, dann meine ich mich auch. Weil ich glaube, ich war schon vor 50 Jahren das erste Mal da herin, weil ich ja oft durchs Bustertal gefahren bin, auf dem Weg in meine alte Heimat Südtirol. Und da bleibt man nie stehen, ohne dass man St. Corbinian nicht besucht, schon wegen des Namens. Der heilige Corbinian war ein bayerischer Heiliger und vielleicht ist er da für die Tiroler sogar als Viehpatron verehrt worden. So genau weiß man es nicht, aber auf jeden Fall ist das ein Platz, wo ich mich immer wohlfühle. Ganz gleich, ob das jetzt 50 Jahre her ist oder gestern war oder heute ist. Meister Grigori Schneider hat einer von den Künstlern geheißen. In St. Corbinian. St. Corbinian, das ist eigentlich ein bayerischer Heiliger. Ein bayerischer Heiliger im Bustertal. Wie gibt's das, werden sie manche fragen. Aber das sind alles bajuwarische Siedlungsformen, die einem da begegnen. Und das seit über 1000 Jahren. In der ganz alten Zeit war das von den Slawen besiedelt. Und dann sind die Bayern gekommen mit der christlichen Mission. Ein Blick in die Deferecker Berg. Auch schön. Der kleine Mensch und der große Berg.
das kann man halt in so einer Gegend überall wieder erleben. Vergein war das. Und da hat man wieder so einen Blick rein ins Pustertal. Ein stattlicher Ort, ein Dreiklang, ein baulicher. Man darf nicht glauben, dass sie im Pustertal das ganze Leben nur entlang der Bahnlinie abspielt. Man muss einmal in die Höhe rauf, wie zum Beispiel auf der Pustertaler Höhenstraße, dann kommt man nach Anras. Ein prachtvoll gelegener Ort auf einer Hochterrasse und da eine Baugeschichte, die sehenswert ist. Die große Pfarrkirche, die alte Pfarrkirche und das Schloss. Und das alles ist zusammengewachsen. Auf eine ganz natürliche Art schaut es aus. Tatsache ist, dass der Bischof von Brixen, und da zum Bistum Brixen hat ja Anras lang nur dazugehört, 600 Jahre lang da seine Sommerresidenz gehabt hat. Und was man in Anras auch sagt, also diese Dreieinigkeit von den drei Bauten spiegelt sich auch bei den Leuten wieder. Es wird wenig gestritten da herum. Früher hat man gesagt, der Notar da im Fleckgericht, der ist zum Verhungern verurteilt. Was Schöneres kann man eigentlich nicht sagen. Und was uns heute interessiert ist, wie klingt ein Osttiroler Hockbrett zusammen mit einer Harfe? Wir werden das gleich hören vom Duo Gerstmeier-Weger. Schönen Klang hat das Osttiroler Hockbrett. Und das ist auch was Schönes. Das sind Getreidespeicher, die sich meistens zwei, drei Bauern geteilt haben. Also Friedfertigkeit ist da Voraussetzung, dass man sowas bewirtschaftet. Das bischöfliche Schloss oder die Pfleg, sagen die Einheimischen dazu, das Haus des Pflegers. Und die Arbeit gehört dazu. Das ist einfach notwendig, damit man eine Landschaft in dieser Schönheit genießen kann. Assling
schön gelegen. Es ist halt eine Landschaft, das Pustertal in Osttirol, wo sich das Steile und das Flache, das Harte und das Weiche treffen. Das Alte und das Neiche, wie da in Strassen, die zwei Kirchen und die zwei Traktoren. Die Blumen, die sind überall gleich. Schön. Abfaltern. Ein kleiner, feiner Ort. Und der Bauernhof hoch droben. Der Drogerhof in Abfaltern im Pustertal ist seit über 300 Jahren Erbhof. Die Bauernfamilie Ortner bewirtschaftet ihn. Der Sepp und ich, wir kennen uns schon lang. Und was mich allweil so beeindruckt bei euch, das ist der Großvater, der seinerzeit mit der Wasserkraft eigentlich alles zu Wege gebracht hat, was denkbar war. Eine Ursache war deswegen, also die Wirtschaft war nicht gut, die Knechte sind alle teurer geworden, das ist nicht mehr zum Erzahlen gegangen. 15 Kinder sind auch gewesen. Das ist halt einfach, wie soll er das nochmal weiterbringen? Nicht? Leid muss man sparen. Und nachher hat er angefangen zu mechanisieren. Und das sind 300 Meter bis in die Mühljochen. Die Fachleute haben gemeint, das geht nie, das geht sich nie aus, da Kraft aufbringen bis zum Haus. Aber es ist alles gegangen. Ja, wie hat er das gemacht? Mit Drahtseile? So gut es gegangen ist, hat er alles mit Holz gemacht. Weil das kann er selber machen. Und am Anfang hat er auch mit Drähte gearbeitet, haben uns kein Seil gegeben. Er ist erst später dazugekommen, haben es noch gut gegangen. Aber ganz am Anfang ist er mit Draht gegangen. Ja. Deswegen große Scheiben hat er gehabt, große Räder leben länger. Und er hat allen gern eine leichte Bauweise, aber dafür gutes Material genommen. Er ist bekannt gewesen. Und er hat so einen Spruch gehabt, wenn ich mich erinnere, hast du einmal gesagt zu mir über die Knechte. So dummen Knecht habe ich keinen gehabt, von dem ich nicht etwas gelernt hätte, hat er gesagt. Ja, da hat er aber recht gehabt. Das ist eine große ja. Weisheit. Und was hat er da alles betrieben? Na, mit der Mühle? Alles, was sich gedreht hat, hat er umgetrieben. Er hat die erste Dreschmaschine gehabt, hat er selber gebaut. Dann hat er die erste Doppelseilwinde gehabt, da ist noch ein Dachboden oben. Dann war er der Erste, was in der Schichtenlinie gepflügt hat, wegen der Doppelseilwinde. Nachher hat er die ganzen Heuaufzüge, 5 Heuaufzüge gehabt, was aus Heine, das hat man die Radlerei geheißen. Dann zuletzt hat er noch die Venezianer, sage ich, auch noch gebaut, da ein Bretter, so, wo man kann Bretter schneiden. Unglaublich, ein Genie. Ja. Gezwungen durch die Not natürlich, 15 Kinder. Ja. Not macht erfinderisch, auch ein bisschen. Gell? Ja, der Spruch hat seine Richtigkeit. Du, und was für ein Beispiel hast du genommen von deinem Großvater? Bist du ein traditioneller Landwirt geblieben oder bist du moderner geworden? Ich würde sagen, gerade wie es braucht. Man soll das Alte nicht wegschmeißen, solange es besser ist als das Neue. Aber mir auf dem neuesten Stand auch, was es braucht. Also wie man es braucht, ja, wie man es braucht, so ja, macht ja, man es. Ja. Und geheiratet hast du verhältnismäßig Sport und dein Bein ist verfügraten, ja. Dann passt es jetzt wunderbar, wenn der Vielgrad der Viergesang für die Bayerin vom Drogerhof seine Stimmen erhebt. 12 silberne Knöpfe hat mein Leibl, da sie noch ganz untags durchtrogen. Die sind für mich ora Orakel, das öfter um Roti tu frum. Soll ich, nicht, frage die Knef nach der Reihe. Und was der letzte Knopf mir sagt, da bleib's auch dabei. Und was der letzte Knopf mir sagt, da bleib's auch dabei. Het werden schon heiraten sollen, war gar nicht so zwider wohl gewesen. Het
dir Mur da, mitnehmen soll na in mein Nest. Soli net, froge die Knöpf all wir san. Und der letzte Knopf, der sagt mir, Geburt bleib allein. Und der letzte Knopf, der sagt mir, Geburt bleib allein. Jetzt hab ich ein Dirndl da gefunden, der mir noch am besten hat gefallen. Da ist mein Bedenken gleich schwunden, weil's die schönste im Dorf war von allen. Soli net, frogi, und der Knopf fehlt. Jetzt bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Jetzt bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ja, da muss man schon den Hut ziehen vor dem Erfindungsreichtum für die Bauern. Bis in die heutigen Tag wissen sie sich alle zu helfen. Und zu behaupten, in der Natur draußen musst du behaupten können. Das ist ein Blick um zum Karnischen Kamm. Tschurtschen, sagen die Südtiroler dazu, zu den Zirbenzapfen. Holbruck drüben und den Karnischen Kamm. Das ist auch so ein Wunderkirchen-Dessenberg. Uralt, Fresken von Ruprecht Botsch. Um 1500 sind die geschaffen worden und der Altar, der vereinigt Altes und Neues. Die Figuren sind über 500 Jahre alt. Schön steht sie da, die Dessenberger Kirchen. Und da wird es schon ein wenig dolomitisch. Da werden die Berge schon proffer. Und wie sich der Mensch allweil zu helfen weiß. Wenn es heu schnell trocknen soll, schmeißt man es über den Zaun drüber. Früher hat man die Harpfen gehabt. Aber die machen heute auch noch eine gute Figur. Das ist schon ein Blick zum Helmhaus, Grenze, das gefällt mir besser. Also ein Heustadel in der Gegend ist was Friedliches. Genau wie der Almrausch, die rostblättrige Alpenrose. Und der Herr drüber, der Herr Schmetterling und die Glocken. Sie leiten nicht, aber schauen schön aus. Und allweil wieder die Pracht einer Bergwiese. Man muss nur hoch genug raufkommen, im Pustertal wie wir da, auf die Siljaner Almböden. In Gardein, da wird man belohnt mit überraschenden Ausblicken, auf die man eigentlich gar nicht gefasst ist. Aber ich freue mich, dass man da so schön umsieht auf dem Karnischen Kamm. Und wenn man genau schaut, dann sieht man hinten am Karnischen Kamm, also ein Tal weiter, die Dolomitengipfel ausschauen. Und das möchte man natürlich näher betrachten, das werden wir auch tun. Aber jetzt geben wir uns einmal mit dieser Prachtaussicht zufrieden und vor allen Dingen mit nordostseitig, mit der Musik beim Siljaner Wirt im Tal unten. Musik.
Der Silianer Wirt, ein schönes altes Wirtshaus. Und natürlich mit dem Tiroler Adler. Silian war ja ein bedeutender Sommerfrischort und ist es wahrscheinlich auch heute noch. Im Schwarzen Adler hat Richard Strauss seine Sommerferien öfter verbracht. Und man sieht es auch an den Bauten im Sommerfrischhaus-Stil, kann man sagen. Verglaste Veranda. Silian war ja ein Bezirkshauptort mit einem Bezirksgericht. Ich weiß das von meinem Großvater, weil der ist dort auch schon einmal vor einem Richter gestanden, aber es ist friedlich ausgegangen. Und die Blüten bracht und die Berge bracht. Da haben es die Wanderer schön. Da gibt es einfach alles. Sonne und Schatten. Und allweil wieder steile Hänge mit den Bauernhäusern hoch oben. Schön so im Gebiet. Im Grenzbereich zwischen Italien und Südtirol. Also Comelico und Südtirol. Die Kühe machen Mittagsrost. Gemütlich schaut es aus. Und die Esel. Warum man dieses Schimpfwort braucht für einen Menschen, habe ich nie verstanden. Und die Dolomitenberg. Schroff und vieltürmig. Der Elfer, der Einser, die Zinnen. Von der Silianer Seite ist nur ein Hupfer über den Karnischen Kamm drüber und schon ist man auf Südtiroler Boden. Da bei der Klampachalm in der Gemeinde Sechsten, da wird man reich beschenkt. Und zwar mit einem der großzügigsten Blicke auf die Sechstener Dolomiten. Diese Fülle von Schönheit, die einem da begegnet, ist einfach überwältigend. Und was halt bei uns auch dazugehört, das ist die Schönheit im Tal unten. Also wir ziehen jetzt vom Berg ins Tal zum Kinigerhof in Sechsten und zur Südtiroler Sechsermusik, die das Ganze untermalen wird. Thank you.
die drei Zinnen. Einfach Sinnbild für das Zauberreich der Dolomiten. Dahinter die hohe Geisel. Und die sechste der Sonne nur. Links der Neiner, der Kleine, dann die Rotwand, der Elfer und der Zwölfer. Da fehlt uns nur noch der Einser. Dafür haben wir einen sechsten Kirchturm da. Schönes Holzbauernhaus. Und der Sechstenbach. Der forellenreiche, glasklare Sechstenbach. Und das ist eine österreichische Festung, errichtet gegen Italien im 19. Jahrhundert. Jetzt wird es vielleicht ein Museum. Werden wir sehen. Sechsten inmitten grüner Wiesen und Lärchenwälder. Und die Sonne nur wieder. Der Zwölfer. Die Heustadeln herunten. Ja, da werden so Jugenderinnerungen wach bei mir. Der Haunold und Innichen. Die ehemalige Hofmark Innichen. Und da vermählen sich die Drau und der Sechstenbach. Die uralten Mauern des Pustertaler Doms. Der Innichner Dom, das erste große Kirchenbauwerk, das einem Südtiroler Pustertal begegnet. Gegründet ist das Stift Innichen im Jahr 769 worden vom Bayernherzog Tassilo, also vor mehr als 1300 Jahren. Und mich beeindruckt allweil dieses Südportal, weil da vereinigen sich so die Kunststile von Jahrhunderten. Da ist einmal der große Meister Michel Bacher, der den heiligen Corbinian und den heiligen Candidus verewigt hat. Und dann natürlich die Evangelistensymbole aus der romanischen Zeit. Und überhaupt, es hat da jeder Stein eine sprechende Funktion, da die fast sagen. Man ist von Ehrfurcht erfüllt, wenn man da steht. Und wenn man in die Kirchen reingeht, hat man zuerst den Eindruck, man betritt eine Höhle. Es ist finster und wenig Licht drin. Bei uns wird eine Ausnahme gemacht, weil für uns wird da drin ein Marienlied gesungen. Das Klärplattl tut das für uns und wir werden erleben, wie in dieser uralten Kirche im Hochpustertal in Innichen auf einmal ein Licht aufgeht. Traurigkeit, ach, über mich erbarme.
Kunst hat immer etwas Zeitloses, ob's die Baukunst ist, die Fresken sind, die Bildwerke, ja, das Neue ist zeitlos. Christus, der gekreuzigte König. Das pralle Leben. Und die Heilige Grabkirche in Innichen. Das hat man so im 17. Jahrhundert gebaut. Und der Innicher Dom schaut da aus wie ein kostbarer Kristall. Anders kann man es nicht sagen. Und das Spiel der Sonne mit dem Dolomitenberg. So schauen sie ein bisschen anders aus von der Seite. Doblach, rechts vor der Kirche der Rote Turm. Und das Hochmustertal, der Kreuzweg vor 500 Jahren hat man den errichtet, die Stationen. Und enden dort der Kreuzweg bei der Josefskirche am Viktoriebichl. Der Viktoriebichl soll an den Sieg der Truppen des Kaisers Maximilian über die Venezianer erinnern, auch vor 500 Jahren. Und da sind wir schon in Niederdorf, St. Magdalena vorn. Da mischt sich bäuerliche und bürgerliche Kultur auf eine großartige Weise. Das Wassermannhaus in Niederdorf ist ein alter, edler Ansitz. Heute ist es im Besitz der Gemeinde und die Gemeinde hat etwas gemacht, das sehr lobenswert ist. Sie hat in dem Haus ein vorbildliches Museum eingerichtet und ein Raum in diesem Museum ist einer Frau gewidmet, der Frau Emma. Die Frau Emma war Wirtin und war im 19. Jahrhundert eine Legende schon. Sie hat das Regiment geführt, wie man es halt von einer alten Wirtin heute noch gewöhnt ist, aber es ist, wenn man die Frau anschaut, weiß man genau, dass sie sehr energisch sein hat können und sie hat vor allen Dingen mit hochgeborenen Herrschaften gut umgehen können. Sie ist auch ausgezeichnet worden und es gibt die Legende, dass man ihr einmal eine Karte aus Amerika geschickt hat, Frau Emma Tirol, und sie hat die Karten tatsächlich gekriegt. Für mich ist es ein Beweis, dass die Frauen in Tirol nie wirklich unterdrückt waren, wenn man ihnen die entsprechenden Rollen zugeteilt hat. Also eine Wirtin, das ist allweil eine geachtete Persönlichkeit gewesen und die Frau Emma ganz im Besonderen. Und darum wird für sie jetzt auch
von Brunverdi ein Ständchen gespielt. Die Rienz, die bei den drei Zinnen oben entspringt, in Niederdorf. Ist schon ein bemerkenswerter Bach. Schön liegt das Niederdorf da. Ah, da sind die Taschner Gorselkrocher. Auf den Takt kommt's drauf an, wie so oft im Leben. Der Birkenkofel da hinten. Sechstner Berg wieder. Ein schöner Bauernhof. Und Niederdorf. Spürt man die Bedeutung, die der Ort einmal gehabt hat. So kann man den Begriff Hochbustertal umsetzen. Die stolzen Berge der Sechstener Dolomiten und davor in dieser sanften grünen Gegend
das feine Niederdorf. Niederdorf, ein Ort, den wir bisher kaum besucht haben mit dem klingenden Österreich. Und darum ist höchste Zeit, dass ihm heute ein klingender und krachender Salut gebührt. Und zwar kommt das Klingen von der Musikkapelle Niederdorf und das Krachen von der Schützenkompanie Johann Jäger. General Desjarge, Feuer! Dick! Laden! Laden! Feuer! Schuss! Hoch! An! Schuld! Was war unser Land ohne Tradition? Da braucht's keine großen Worte, da sprechen die Bilder und die Töne für sich. So eine Landschaft verlangt es einfach. So eine schöne Heimat, die braucht einen Halt. Und so findet man.
der Praxer Seekofel. Ein wuchtiger Berg. Die Wandflucht ist 1400 Meter hoch. Die Nordwand. Da hinten sieht man die drei Zinnen. Ja, und das ist halt das große Schmuckstück im Hochbustertal. Unterm Seekofel der tiefgrüne Praxer Wildsee. Des Friedens und der Schönheit. Es ist schon ein gesegnetes Land, wo es solche Naturwunder gibt, wie den Praxer Wildsee da im Hochbustertal. Das ist einfach ein landschaftliches Kleinod. Wenn er allein da war, dann war es halt eine größere Wasserlocken. Aber so ist halt auch der große Seekofel dahinter. Ein wuchtiger Dolomitenberg. Und das beides zusammen gibt natürlich einen Einklang, der einen ein Naturwunder nahe bringt. Da sagt man sich ja, da wunderst du nicht mehr, dass da unzählige Menschen Tag für Tag, Sommer für Sommer reinkommen und dieses Wunder erleben wollen. Wir haben heute ein anderes Wunder erlebt. Das ist der Höhepunkt natürlich jetzt. Das Bustertal, das Osttiroler Bustertal und das Südtiroler Bustertal bis Niederdorf und daher. Und ich muss sagen, dass ich jetzt ungern mich trenne von diesem großartigen Anblick, von dieser gewaltigen Szenerie da. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig, wie wieder einmal für Koppenander sagen.
Musik.